Auch in der Krefelder Grotenburg-Kampfbahn, als beide Mannschaften das Spiel betraten. Gelöste Stimmung bei Bayerns Trainer Udo Lattek. Und dann zum Spiel. Die Uerdinger, zu erkennen an den dunklen Trikots, mussten heute auf Buttgereit und Lohntins verzichten. Beide waren gesperrt. Bei Bayern Sören Larbi frisch operiert, nicht dabei. Der erste Warnschuss hier von Libero Harget. Auch heute ein auffälliger Spiel auf Uerdinger Seite nach 3 Minuten. Aus einer sicheren Deckung heraus hier Bayern mit Kraus angreifen. Dann in der Spitze Karl-Heinz Rummenigge. Van den bringt man einen hartnäckigen Bewacher. Und Nachtwey defensiv, aber mit beherzten Schüssen, mit Windunterstützung hier. Gut 25 Meter, Werner Vollack auf dem Post. Inzwischen 12 Minuten gespielt. Das ist Michael Rummenigge, der heute von Hofmann bewacht wurde, sich mit seinem Bruder gut verstand. Aber diese Szenen sah man auf Bayerns Seite in den ersten 45 Minuten sehr wenig. Gut, das Aufbauspiel aus Uerdingen aus der Abwehr heraus wurde schnell und flüssig aufgebaut. Das ist Hofmann mit guter Leistung heute und immer wieder Libero Harget. Sie sehen auch hier blies ein kräftiger Wind, dann Sackewitz, Friedhelm Funkel und es gibt den ersten Eckball nach 14 Spielminuten für den Gastgeber aus Uerdingen. Von der rechten Seite Meister reingebracht von Sackewitz. Dann Kopfstoß Peitzer und die erste gelungene Parade von Jean-Marie Pfaff, dem belgischen Nationaltorhüter, heute ein Klassiker. Noch einmal, der Eckball von Sackewitz. Der wuchtige Kopfstoß von Peitzer und die guten Reflexe von Pfaff. Nach 20 Minuten das gleiche Bild, Uerdingen optisch überlegen, Bayern München suchte das Konterspiel. Foulspiel an Dremmler, klare Sache. Schiedsrichter Barnik aus Schenefeld sah eine insgesamt faire Partie auf schwerem Boden. Augenthaler der Libero, ein weiter Pass, Kopfstoß Karl-Heinz Rummenigge, Glück für Voller. Pfeilzer zusammen mit Funkel, Thomas und Raschid im Mittelfeld, das zu diesem Zeitpunkt von den Uerdingern klar beherrscht wurde. Brinkmann und dieses Geschoss kam von Raschid. Knapp 30 Meter von der Oberkante der Querlatte ging der Ball ins Aus. Hier noch einmal dieser Schuss. Hier wäre Jean-Marie Pfaff nie und nimmer herangekommen. Wenig später dann wieder Bayern München. Und immer dann, wenn Brinkmann einmal von Karl-Heinz Rummenigge überlaufen wurde, dann war Friedhelm Funkel da, eilte zurück, rettet hier zum dritten Eckball für Bayern München. Und wenn es einmal Unsicherheiten gab in der Uerdinger Abwehr, dann stand dort dieser Mann, Werner Vollack, heute ebenso gut und sicher postiert wie sein Gegenüber Jean-Marie Pfaff. Inzwischen gut 30 Minuten gespielt, wieder Karl-Heinz Rummenigge. Hier etwas Glück, als Matti den Ball nicht voll traf. Dies war gleichzeitig die letzte erwähnenswerte Szene vor der Pause. 0:0 der Halbzeitstand, beide Mannschaften unverändert in den zweiten 45 Minuten, aber Bayern mit mehr Dampf. Rummenigge jetzt aggressiver, Vollack mit der ersten Prüfung in der zweiten Hälfte. Das Mittelfeld gehörte nun den Bayern aus München, die nun auch beherzter angriffen, wieder Rummenigge. Ein tückischer Aufsetzer von Dremmler. Gute Stimmung unter den 20.000 Zuschauern. Nach 55 Minuten immer noch kein Tor gefallen. Bayern München weiter angreifend. Der vierte Eckball für München durch Karl-Heinz Rummenigge. Nachtwey mit einem herrlichen Schuss und ebenso glänzend die Parade von Werner Vollack. Dann nach etwa 55 Minuten wurde der Gastgeber aus Uerdingen wieder stärker. Immer dann, wenn sich der Gastgeber nach vorne orientierte,
wurde das Spiel druckvoller und in der Bayern-Abwehr entwickelten sich Löcher. Freistoß, Hergen. Und eine Serie von Eckbällen für die Elf von Timo Konitzka. Falzer. Und Sie sehen, es gab schon gehörige Aufregungen um und am Strafraum von Jean-Marie Pfaff. Wieder Falzer im Nachsetzen. Und in diesen Minuten, als Jean-Marie Pfaff den Ball Augenthaler überlässt, der abschlägt, wechselt Timo Konitzka aus, bringt Jusufi für Sackewitz. Und das war Jusufi. Mit der ersten Ballberührung fügte sich nahtlos in das gute Uerdinger Spiel ein, auffällig im vorderen Mittelfeld. Das, was hier passiert, sieht ziemlich gefahrenlos aus. Abschlag, Vollack. Libero Herget sucht und findet einen Mitspieler in Hofmann. Und schauen Sie, was dieser macht. Spielt den Ball genau in die Füße von Karl-Heinz Rummenigge. Der eilt auf und davon gegen Vollack. Der Uerdinger Schlussmann bleibt Sieger. Die große Chance für Bayern München, durch den Nationalspieler in Führung zu gehen, vertan. Inzwischen 83 Minuten gespielt, immer noch 0:0. Szenenwechsel, Freistoß für Uerdingen. Libero Herget, Jean-Marie Pfaff. Beide Torhüter heute im Blickpunkt, im Mittelpunkt und beide Torhüter in klasse Form. Kraus. Die 90. Minute läuft. Herget. Zuschauer feuern ihre Mannschaft in Uerdingen stürmisch an. Kampf, gute Pässe und auch gelungene Flanke. Dann feilt er mit der großen Gelegenheit, das Spiel zu entscheiden. Auch er scheitert an Jean-Marie Pfaff. Nur noch wenige Sekunden zu spielen in der regulären Spielzeit. Noch einmal Bayern München. Nachtwey, Augenthaler heute ebenso gut auf dem Libero-Posten wie sei gegenüber Herget. Dann Matti trifft den Ball nicht voll. Und als Vollack den Ball aufnimmt, pfeift Schiedsrichter Parnik das Spiel ab nach regulären 90 Minuten.